Hallo! Hi, da sind wir wieder zu dem zweiten Teil unseres Ausflugstages. Ja, so könnte man das auch sagen. Und guckt mal, wo wir sind. Also, es Ja, guckt dürfte. mal, wo wir sind. Das Ja, wisst ihr natürlich nicht, wo wir es sind, dürfte ne? euch überhaupt nicht bekannt vorkommen. Wir sind in einem Hotel. Oh ja, ich habe uns nämlich für eine Nacht hier in einem Hotel ein Zimmer gebucht. Weil ich mir dachte, ach komm, was soll's, wenn wir hier sind, gewandert sind und wenn wir uns jetzt noch den Bauch vollschlagen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir einfach hier dann noch ganz gemütlich im Hotel pennen, morgen schön frühstücken und dann nach Hause fahren am Sonntag. Das ist so unser Plan. Genau. Und jetzt haben wir uns fertig gemacht. Es ist Zeit, langsam zu unserem Restaurant zu fahren und wir gehen heute in ein ganz besonderes Restaurant. Da waren wir schon ein paar Mal, aber ich glaube, wir waren noch nicht mit Kamera da. Und Ich bin zwar, der Meinung, ja, aber ja, kann da sein. scheiden sich die Geister. Da waren unsere Kinder auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, inwieweit das aufgenommen wurde, aber wir gehen heute in ein XXL-Restaurant zum Waldgeist, heißt das. Und Till wird heute versuchen, das größte Schnitzel, was es da gibt, zu essen. Und es ist wirklich ein Monsterschnitzel, ihr werdet das gleich dann sehen. Ich werde es nicht machen, in mir wird die Hälfte schon reichen und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber Till wird heute versuchen, den Rekord zu brechen, mal wieder. Ich werde es versuchen, aber wir werden sehen. Ja, liebe Freunde, jetzt sitzen wir hier im Auto, quasi direkt am Waldgeist, aber wir können noch nicht rein, weil man muss in der heutigen Zeit da so Slots buchen. Und Angie hat den Slot gebucht um 20:15 Uhr. Musste ich, konnte ich Ja, nicht anders ist ja auch buchen. nicht schlimm. Aber Prinzipiell wir gar sind nicht ja ein schlimm. bisschen zu früh. Genau, wir sind ein bisschen zu früh und jetzt warten wir halt, bis unser Slot kommt. Wie lange dürfen wir bleiben? Das stand da nicht. Okay. Bis wir gegessen haben und satt sind, also. Naja. Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall, ich habe schon tierisch Hunger. Ich freue mich. Die Getränke sind auf jeden Fall schon mal gekommen und ich habe mir eine große Cola bestellt. Jo. Prost. Essen ist da und ich weiß nicht, ob die Linse vom Osmo Pocket jetzt ausreicht, um das einzufangen. Ich werde mal so die Hülle vom Osmo Pocket daneben legen, damit ihr einen größeren Anhaltspunkt habt. Prozent habe ich geschafft, also eins von diesen Riesenschnitzeln, und man muss sagen, ja, es ist mächtig viel. Schauen wir mal, wie es Angie geht, oder? Ich bin schon total satt, aber ich habe noch ein Stück über und ich hatte nur die Hälfte von dem, was Till hatte. Ich versuche es zu schaffen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe. Aber es ist sehr lecker.
heute komme ich nicht in die Verlegenheit, mir eine zweite Portion zu bestellen. Ich muss mich geschlagen geben. Ich werde alt. Früher habe ich das locker weggezogen. Nein, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft. Das macht mich ein bisschen traurig, dass ich es heute nicht geschafft habe. Aber okay. Es soll auch reichen. Ich meine, die Mahlzeit des Tages. Mein Gott, ich bin so vollgefressen. Ja, ich auch. Boah, wenn man dann erstmal das einen Moment hat sacken lassen, ist es noch viel schlimmer. Wir sind jetzt zurück auf dem Zimmer. Genau. Und haben schon diverse Klamotten von uns geworfen. Also ich nicht. Aber ich. Ja. Ich habe schon die Hosen ausgezogen und was Frauen so machen, BH ausgezogen und jetzt legen wir uns hier gleich auf unser Bettchen und werden noch ein bisschen chillen, bevor wir wahrscheinlich direkt einpennen. Komatös einschlafen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei der Masse an Essen, was wir jetzt eingestopft haben. Und Angie denkt schon ans Frühstück morgen. Na, was weiß ich, denke ans Frühstück. Du hast gesagt, wir werden nie mehr wieder was essen. Sage ich doch, morgen Frühstück. Hallo, haben wir mitgebucht, wird auch mitgegessen, ne? Ja, okay. Ja, okay. Noch ein paar Stunden bis dahin. Gut. Aber ja, das soll es gewesen sein vom Schnitzel-Vlog. Genau. Und wir sehen uns morgen wieder zu etwas völlig anderem. Ohne Schnitzel. Wahrscheinlich. Bis denn. Ciao. Ciao.